Oh, scheiße, man sieht meine Hose. Ich bin's, euer Horrorcenter. Hallo, ich bin AFK. Hallo, herzlich willkommen zu Horrorcenter, die Riavel. Mit heute zusammen einem schrecklichen Bart, der mir Frecker in die Fresse juckt und Juli XD. Ich erkenne da keinen Unterschied. Ja, ich weiß. Und es geht los, die Mystery Boxes. Nicht schon. Julian, Sie können nun die Party beginnen. Bist du drin? Ja. Inshallah bin ich drin. Ja, let's go, doubles. Ich hab so richtig Bock, wieder von Dreijährigen auseinandergenommen zu werden. Yeah. Und wir spielen als erstes in einem Orchester, also super. Wow, ich freue mich. Ich hab so viel Headroom in meiner Kamera. Die Aufnahme ist übrigens an Weihnachten. Ah ja, wir haben heute den 24. Ne, wir haben den 25. Wir haben 0:22. Ah, der war scheiß Mann, ey. Oh. Alter. Hallo. Alter, dieser verkackte Mann. Übrigens, Leute, falls heute das Audio leicht anders ist, liegt es daran. Aua. Dass ich ein DBX286S an mein Mikrofon angeschlossen habe und deswegen eventuell heute etwas leicht anders sein könnte. Oh. Warte, nee, das ist alles so richtig. Sollte eigentlich alles passen. Nö. Ach ja, ich kann ja gar nicht mehr übersteuern. Das geht ja nicht mehr. Warte mal, ich muss meinen Bypass ausbauen. So. Ja, können die Leute mal bitte aufhören zu lieben? Ich will jetzt Bad Wars spielen. Das ist schrecklich, ey. Ich mache lustige Witze, nicht wahr? Ja. Genauso, Tradition. Ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Tradition muss eingehalten werden. Ja, erstmal ins Void fallen. Einfach, du bist der erste Spieler, der es schafft, ins Void zu fallen. Ich baue Bett ein in die Runde. Ich guck mal, ob ich durch diesen scheiß Bad hier trinken kann. Das Problem ist, dass die Bord sowas von langsam ist. Heilige Scheiße, ist die Forge langsam. Assi Santa. Alter, vielleicht ist 0:24 auch nicht die beste Aufnahmezeit. Ja, apropos, da baut sich einer rüber. Oh, cool. Eier Rotzlümmel, was wollt ihr auf unserer Insel? Die kommen wirklich schnell näher, ne? Ja, ich hab Enzo. Ich hab ihn runtergeschoben. Sehr gut. Ich camp hier in der Ecke gesneakt. Kommt der? Ich geh auf Super Rambo. Ich geh mal oben ja, drauf. Fireball. Fireball. Hat der Bock, drüber zu kommen? Ja, der hat wirklich Bock. Der baut sich hoch. Ja, der safe Tinte oder so. Ja. Ich brauch nur kurz ein Eisenschwert, falls er kommt. Bin zwar scheiße im PvP, aber könnte sich ja mal lohnen. Ich bin runtergeflogen! Nein! Ich darf nicht so laut sein, scheiße. Er ist runtergelaufen. Es ist ey, so eine Scheiße, es ist 0:25 und ich schreie hier rum, ach ihr Pisser! Warum macht der TNT? Wie unfair kann man sein, Alter? Hä? Das ist komplett über. Ich hab nichts. Gar nichts. Kannst du das Berg kurz beschützen? In der Theorie kann ich das. Ich könnte den Zaun kaufen, wenn du mir das Zeug gibst. Dankeschön. Hä, hey, warum geht das nicht? Hey, ich krieg das Eisen nicht. Ach, jetzt? Ach, jetzt plötzlich. Alter, du wüsstest, wie warm das hier gerade ist. Du solltest da weggehen. Ach, die wurden gerusht. Guck mal, deswegen sind die tot. Guck mal, da lebt nur noch einer. Sü. Die Rusher wurden gerusht, Alter. Oh, ich hab ein episches Geschenk. Bring to Shopkeeper. Ja, hier. Was krieg ich da für Bad Boss XP? Das war doch letztes Jahr auch. Ja, ich hab das aber schon vergessen. Warum soll ich mir sowas merken? Ich weiß es nicht.
Ich merke, sich nur dumme Menschen. So dumme Menschen, die an Weihnachten sich denken, oh, ich sitze hier in meinem Centerbad. So dumme Menschen, die sich um 0.26 Uhr denken, wir nehmen jetzt Bad Wars auf. Ja, sitze ich im Center-Kostüm hier hin und center einmal richtig die Bude weg, Alter. Ich loote mal bei den anderen die Forge. Mach das. Oh, epische Gishenko! Lejanko, du Huren. Lejanko. Kennst du? Lejanko. Kennst du Lejanko? Nee. Ich auch nicht. Ich kenne nur die Videos von ABK über den. Kennst du dieses Video, wo Trimax mit einem 9-jährigen Fortnite zockt und der so, voila. Ich kenne nur an die Wand. In GTA-RP war das. Da sollte jemand an die Wand gehen und schrubben. Sie war komplett verwirrt. Weil der Typ hieß an die Wand. Ach so. Ich bin gerade mit 42 Eisen in den Zweck gekommen. Nein. Ich kaufe gerade Glas. Wozu brauchst du Gas? LKW. Nee, okay, gut. Julian. Reicht dann auch. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich fotografiere mir jetzt die Zeit ab, wann das passiert ist, damit ich das rausschneiden kann. Ich war real, das ist echt das Beste, Lehrerkürzel, einfach Gas. Hör auf, ich möchte nicht noch mehr rausschneiden, wir reden nicht über unsere verfickte Schule. Gas. Ey, ich bin voll gut am Ende, das rauszuschneiden. Ich hab 4 Dias, ne? 5 Dias. Wenn ich damit jetzt wieder ins Wort springe, ey. Weißt du, ich hab das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt, ne? Ey, ich hab auch schon ewig kein Bad Wars mehr gezockt. Ich zock viel mehr Terraria. Ich mein, Terraria ist auch 1000-mal geiler. Ach, Juli. Außer für PvP. Julia, muss ich dich schon wieder erziehen? Brauchst du schon wieder Erziehungsmaßnahmen? Ich bin schon wieder ins Wort gefallen. Ich hab nicht gesehen, dass die Brücke da zu Ende ist, ne? Jetzt nicht mit den Dias, oder? Nee, überhaupt nicht. Ist das geil, Alter? Ich esse mir jetzt meinen Goldapfel. Das war eine fucking dumme Idee, das so spät mit dir aufzunehmen. Ja, aber ich bin im generell dumm, deswegen macht es keinen Unterschied, aber du. Jetzt kann man ja mit dir wieder aufnehmen. Jetzt hast du ja nicht mehr dieses blöde Leinenkast-Mikrofon. Ja, dann. Das wäre auch überhaupt nicht zum Aufnehmen. Lederlappen. Leder Nerds. Leder-Nerds. Das ist bestimmt wie eine Orgie, wenn ich mir ganz oft... Ich hoffe, du hinterlegst das mit einer guten Musik, weil... Julian. Das ist so stocklangweilig. Ich bin so fucking müde, ne? Du, klick mal ganz oft... Ich hab 7. Klick mal ganz oft hier auf den Rahmen. Warte mal, ich hab... Sind wir rot? Ne, wir sind white. Ich glaube, ich hab 7... 7 Stunden am Stück Terraria gespielt und jetzt wollen wir noch. Jetzt erwartest du, dass ich hier PvP-Skills. Oh, gut. Nein. Ich warte nur, dass wir 30 Minuten hier eine Folge voll kriegen. Ja, sehr super. Wir sind gerade bei 10. Das nächste Mal besser aufnehmen, wenn wir wach sind. Ah ja, ich freue mich auch jetzt über Weihnachten wieder mit dir mehr aufzunehmen. Mein Gott, was mache ich gerade mit meiner Hand? Hilfe! Alter! Ich finde, das ist wirklich so ein riesen Qualitätsunterschied, dieses Mikrofon. Ja, und ich hoffe, dieser DBX 986 macht sich auch ziemlich bezahlt. Also, ich hoffe es. Warte mal, ich mach mal das Gain ein bisschen höher. So, warum Test. Geht das Spray die ganze Test. Zeit weg? Verstehst nicht. Ich mag es auf jeden Fall, wenn du da ganz, ganz oft draufklickst. Dann klingt das wie die übelste Villager-Orgie. Ich sicher gerade unser Bett gegen Explosion. Ui. My life be like, say, my life be like, leave or die. Der Chat ist richtig nett hier. Da lässt sich doch die Entscheidung, ob du sterben oder leben möchtest. Slash schaut. Schaut ein Hurensohn. Slash shut up. Man kann slash shut up machen, was macht das? Oh, Admin, okay, ja gut. Das ist ein Admin-Command. Schaut. Warte mal auf im Chat, warte. Das kennen wir schon. Fuck you.
Fuck you very, very much. Mama slash schaut und dann irgendeinen Scheiß im Chat. Der kann das halt einfach wie jeder lesen. Ob das der Admin dann so geil findet, weiß ich nicht, aber. Shit, Mauern der Admins, Alter. Dann sieht ihr das Video. Keiner sieht meine Videos, Alter. Guck dir mal die Klickzahlen an. Nee, for real, deine Zweitkanal-Videos. Ich glaube, deinem Zweitkanal geht's gerade besser als deinem Hauptkanal. Also von Abonnenten her gar nicht. Ich habe über die 24 Tage bisher einen einzigen Abonnenten gemacht. Als ob. Ja, ich bin immer noch bei 15, ne? Hier, soll ich mir mal. Ich hab ja die Abo-Zahlen ausgemacht. Damals mit fucking Brawls, also Videos innerhalb von 2 Stunden 200 auf. Hier, Hauptkanal. Sieht man gar nicht, warte mal. Nein, oh, ich höre jemanden schon. Bist du gerade gesputzt? Das war ich, ja, das war ich. Du Hundesohn. Jetzt kann ich deine Kameraden, ne? Das ist mein YouTube-Studio von meinem Hauptkanal. 79 meine ich. Und Herr Router. Ich glaube, ich habe gerade 38 Abos oder irgendwie sowas. So wie zum Thema Casey Neistat, ne? Der Typ, der immer sagt, der Key zu allem ist tägliches Uploaden. Und auch häufiges Uploaden. Das funktioniert bei mir gar nicht, das Konzept. Ich glaube, ohne sich selbst Klicks zu generieren, wo ich Profi drin bin, funktioniert das nicht wirklich. Ja, Mister, ich habe 2000 Follower auf Insta und kein einziges Foto fast. Es ist sogar real. Also ich gebe zu, dass ich damals YouTube-Klicks selbst gemacht habe. Aber. Ach was, kein Wunder, dass sie verschwunden sind. Also. Ich habe nie, das war das Problem damals, aber ich habe nie auf Instagram irgendwas gemacht. Ja, außer Follow for Follow, weißt du? Nee. Und ich habe mit meinen scheiß aufwendigen Animationen, die eine Stunde gebraucht haben zum Machen, ich habe nur so ein paar Abonnenten. Nee. Ich habe tatsächlich auf Instagram kein Follow for Follow gemacht. Das hätte ich dir gesagt. Das hast du mir gesagt. Ich habe dafür sogar Bestätigung im Chat. Wie, du hast da Bestätigung für? Du hast mir mehrfach mal gesagt, ja, ich habe mir ganz, ganz viele Follow gemacht. Oh mein Gott. Seit wann hat jetzt Marvin eine Kooperation mit Teufel? Was soll denn der Scheiß? Teufel nicht, dass ich das so geil in Boxen im Kopf habe? Ach, guck mal, ich hab 62 Follower. Ich habe weniger als Rino. Wie viel habe ich? Ey, weißt du, jeder Bissbirn aus meiner Klasse hat mehr Follower. Ich hab wahrscheinlich so viele Follower wie der Witz. Ey, ich schneide für mein Leben. Ich mache hier fast nichts anderes. Ich schneide Videos. Kann ich komplett. Ich mache schöne Fotos für Instagram. Und weiß, was erfolgreich ist? Diese Piss-Scheiße. Ich kann for real, kann ich dein, dass du dich darüber. Julian, jetzt sind Leute unter Base. Ja, cool. Wir sollten. Ja, cool, er hat mich runtergeschossen. Mit einem einzigen Feuerball. Aber wenn ich den schieße, funktioniert das nie. Mm. I'm dead. Aha. I'm your dad. Hit, let's go. Hit, hurra! Fick dich in deiner. Ich kaufe mal wenigstens ein Steinschwert, ne? Der hat einfach 30 Gold. Ich hab mir jetzt 5 Goldäpfel gekauft. Ich hab noch niemals ein Schwert, ne? Ich kann dir ein Schwert kaufen, warte, pass auf, hier. Ja, Rich geht. Spaß. Sterrenmann, Leute. Fire Charge. Du bist Sterrenmann. Wallah. Wallah, ich schwör. Ich glaub, da weiß ich das hier. Wie lustig das wohl wird, wenn meine Mom das Video sieht. Seit wann guckt deine Mom meine Videos? Die kennt die DBD-Videos von dir. Ach was? Das ist doch die da drunter kommentiert hat, sogar mit ihrer Fresse als Profilbild. Ja, klar. Luna, ja, Lu. Ugulu. Hi, Pomelo. My name is Obi Mubi Mosas. Ah, ich hab da 4 Dias, du Wichser. Vor allem kein Bett mehr. Also, das hast du jetzt nicht richtig gedacht, ne? Muss der Bart euch über die Nase? Oh mein Gott, das funktioniert ja viel besser. Komm, neue Runde, ne? Neue Runde, neues Glück. Fick dich hier in dein Gold. Wir müssen noch 14 Minuten aufnehmen. Leute. So spät die Aufnahme. Leute, passt mal auf. Ich fokussiere jetzt mal. Julian, wenn du das hier siehst. Ja. Guck dir an, wie mein WS2 nach diesem Video aussieht.
Das ist rot, das ist alles von diesem scheiß Weihnachtsbart. Ne, von diesem Weihnachtsmantel. Das Weiße ist alles von diesem fucking Bart. Okay. Übrigens, fröhliche Weihnachten überall. Ströme durch die Lüfte. Froh, mein Schall, wenn ich mal wieder schreie, weil mich jemand von der Scheiße runtergefallen hat. Ah! So. Oh mein Gott. Man kann ja einiges verkacken bei der Aufnahme, ne? Oh, es geht weiter. Wir spielen weiter dieses wunderbare Spiel. Wir sind übrigens jetzt bei 17 Minuten. Alter, ich hab grad so einen heftigen Lärmkugel jetzt. Ey. Ich hab auf meinen Boden gespuckt. Richtiger Adi hier. Ey, eigentlich, warte mal. Ich hab doch noch genug Zeit. Ich häng mal meinen Kalender wieder in den Hintergrund. Julian, unterhalt mal die Leute. Hallo, E-Beams, der Typ mit dem Road Mic. Sollte Profi-Rapper werden. Ach du Tofu-Wurzeln. Ach du Hüderlicher, du. Schon, sei gar nichts, mein Gott. Sad girl, it's my girl, sad girl, it's my girl. Jetzt habe ich da so ein scheiß Batteriefach von meiner scheiß Weihnachtsmütze im Ohr hängen. Puh. Heute machen wir nicht die Tradition, wir spielen heute mal richtig. Ich gehe direkt raschen. Raschen. Ich meine zur Dia-Insel, ne? Ja. Nach Russia. Lass mal das Bett die ganze Zeit verteidigen. Aber diesmal kriege ich auch gut Zeug endlich mal. Das kann ich direkt installen. Heftige Lachs. Nice. Lachs an deiner Seite. Der Dia-Insel übrigens. Hä? Der Aqua-Typ fastbridget sich auf die Insel und holt dich jetzt gleich. Wenn er darüber kommt. Ach, ich höre. Ich hab's in dem Moment auch gehört. Also, das ist ein grauer Cheater. Ja, nice. Hat sie geklatscht. Hat sie geklatscht. Safe. Ah, ja, cool. Der cheatet, ne? Ja. Ja, wo ist denn der Typ? Da hinten! Wie geht das? What the fuck, ist unser Bett explodiert? Weiß ich nicht. Ach, nein! Naja. Ja, er saved die Ressourcen. Der American Noob, du Hurensohn! Deswegen spiele ich halt eigentlich kein Bad Wars. Ja, so bad. So bad. Übrigens, Leute, für die Leute, die bis hier hingeschaut haben, Ankündigung für einen nächsten Stream. Ich repariere eine Lichterkette für meinen neuen Stehhintergrund. Ja, ich habe mir ein paar Regale an der Wand gemacht. Und weißt du, was da jetzt steht? Mein erstes YouTube-Mikrofon in einer Spinne von Nua. Richtig, ist richtig geil aus. Weißt du, was ich dann da unten dran gemacht habe? So ein altes Ding von einem Fake-Dremel. Damit das gerade steht. Es ist einfach so billig gemacht, aber es sieht einfach nur geil aus. Weil ich dachte ja auch, ich hätte einen guten Griff gemacht mit einem Beta 58, aber es war kein Beta 58. Es ist einfach ein Pro-Sound. Du weißt, was das heißt. Julian? Ja, ich muss überlegen, wie ich das mache mit meinem. Ich überlege gerade über meine Sprachrechtung. Ja, überleg das bitte in deinem Bett. Überleg das bitte in deinem Bett, während du auch die falsche Seite überdenkst. Ja, komm. Das ist so unlustig. Ja, es, weißt du, guck mal, ich mache jetzt mal mein Mikrofon wie Sef. Mal gucken, ob das genauso funktioniert. Ich habe jetzt quasi das genau dasselbe Setup. Außer, dass das nicht ein SM7B ist. Ich habe 7 Stunden und 7 Minuten gespielt, musste eine Cheat-Konsole verwenden, weil das Spiel mir sonst mit einem Bug das Game versaut hätte. Jetzt bin ich Pre-Skeletron mit 7 Stunden und 7 Minuten Spielzeit. Hab die ersten 3 Bosse besiegt, Kingsline, Eye of Cthulhu und Peter of Worlds und bin jetzt ready für Skeletron, weil ich die Meteor-Sachen hab. Dadurch, dass ich mir mit einer Cheat-Konsole mein rechtmäßiges zurückgeholt hab. Fröhliche Scheißnacht überall. Ho ho ho, Herr Weihnachtsmann, kommt euch aufs Dach. Betonung nicht auf kommen. Vielen Dank für die lustigen Witze. Slash Sau.
schaut, wo es runter hat. Ja, das ist jetzt im Public Chat, ne? Egal. Das ist das Dümmste, was wir je gemacht haben. Also das war wirklich also. Julian? Ja? Es kommt jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber kannst du mir vielleicht deine Gadget-Guard ausleihen? Wahrscheinlich nicht. Och man. Das würde aber die Qualität von diesem Video brutal verbessern. Weil ich catche ja quasi diesen PC, ne? Ach so, weil du möchtest Kamera und Dings separat aufnehmen oder was? Na. Also ich habe zwar quasi zwei Billig-Catcher-Sticks. Aus dem einen läuft gerade der zweite PC, läuft per HDMI über diesen Billig-Adapter in meinem PC. Meine Kamera ist quasi genau dasselbe. Okay. Und ich muss sagen, es läuft. Es läuft, aber ich hätte ganz gerne eine bessere Qualität. Also ein bisschen mehr HD wäre da schon besser. Also der verzerrt hier alle so die Farben. Bisschen. Jetzt sieht das alles mehr so ins Grünliche. Guck mal, das ist Holz. Ihr kennt das Minecraft-Holz. Das sieht alles so ein bisschen grüner aus. Das heißt, wenn ich hier jetzt quasi hier, weiß ich nicht. Was ist denn ein schönes Spiel? Tomb Raider oder sowas, habe ich gemerkt, hat viel, viel grün. Ach, guck mal, da kommt einer. Na, oh, cool. Du lässt ihn runterhauen. Okay. Warum schmeißt du dir einen den Volt, du Hunde, so? Wie er die Dias ins Volt schmeißt. Ich guck kurz, ob ich Fire Charge kaufen kann. Der hat sich gerade selber runtergeportet, ne? Der ist ja selber runtergefallen. Der ist nicht ernsthaft jetzt runtergefallen, oder? Der ist selber runtergefallen. Und ich mach mir die Mühe und baue mich hier hoch, Alter. Kannst du mir eine Feuerkugel hochwerfen? Ich möchte die auf die senden. Feuerkugel? Ja, ich hätte ganz gerne hier oben meine. Ich soll die hochwerfen zu dir, oder was? Also ich meine jetzt nicht fertig, sondern du sollst das Item hochwerfen, nicht die Feuerkugel. Okay, das wird spannend. Okay, das wird spannend. Ach, der Typ kommt von hinten, ne? Ja, gleichfalls. Ja, genau. Okay, der hat safe einen Cheat-Client, der Typ. Der hat gerade genau den Moment, wie ich den Fire-Chart geschossen habe, den Chart zurückgehauen einfach. Ja, ich habe gerechnet, dass ich so. Der hatte 0 HP und der hat mich so umgerotzt. Habt ihr das gesehen? 0 HP und der hat mich umgerotzt. Ich hab ihn auf jeden Fall geholt. Ey, der hatte 0 HP und hat mich noch totgeschlagen. Das ist ein Pixel. Gold auf, lass mal essen. Warte, lass uns kurz hier rüber bauen. Warum brauchst du mit Holz? Sag mal, hast du einen an der Waffel? Ich bin auch wie wir mit Obsidian gebaut haben. Ja, das war ganz im Endgame. Ja, das war so lustig. Oh, das ist ein Typ. I am Pomelon. Nein! Was? Was zum Teufel? Der hat sich hochgebeamt! Ich kill mich, dann komme ich auf die andere Seite. Der ist super. Hat jetzt auch nichts mehr gebraucht. Alter, scheiße. Ich meine, die Aufnahme ist jetzt eh vorbei. Aber können wir noch 4 Minuten irgendwie füllen? Mit irgendeinem kleinen Drecksminigame? Hm, ja, wir können eine Runde TNT ranspielen. Ja, wir spielen ein paar Runden noch TNT. Weißt du, beim letzten Mal, als ich mir so gedacht habe, wir nehmen jetzt noch TNT dann auf, bist du offline gegangen danach. Ey, weißt du, das ist das erste Mal, dass ich so spontane Aufnahme mache und das wirklich funktioniert. TNT Run, ich such's kurz. Ey, warum können Aufnahmen nicht immer so funktionieren? Einfach so ganz spontan. Ist random? Da, The TNT Games, hier ist das so. TNT Run ist hier, da. Ey, das ist auch genauso, TNT wie ich eigentlich mein Studio haben möchte. Einfach reinklotzen, direkt reinklotzen. TNT Run ist halt komplett simpel, aber so geil. Hey, sind wir jetzt einfach in eine Runde rein? Ach nee. Die Wartelobby. Die Wartelobby. Du bist schon mitgesäut, oder? Ja, ne? Hier hat jemand einen Neon Genesis Evangelion Skin. Wusstest du eigentlich, dass man in der Lobby aus der Map fallen kann? Und nicht mehr hochgeportet wird?
nicht mehr hochgebordet wird. Probier's aus. Ich bin unten. Ich bin gerade im Nichts. Man hat 5 Double Jumps, okay. Oh! Ich bin schon rund durchgefallen, ne? Ah nein, das verschwindet ja unter einem, ne? Ja, natürlich, das ist die Idee hinter dem T-Run, du Vollidiot. Ich bin schon gestorben! Ah, ich hab außersehen Double Jump verschwindet. Guck in den Chat an! Juli XD. Ja. Ein Bommelon. Ah, ich seh dich da vorne, Habibi. Hallo, Julian! Ey, ich fall sogar durch dein Loch. That's what he said. Bist du schon tot? Das hat keiner gesehen, hoffentlich. Ich hab's nicht gesehen, leider. Nächster Server! Ich glaube, das ist die Map mit 5 Lagen. Oh, Nietzschean. Bin mir aber nicht sicher. Oder gab's überhaupt eine Map mit 5 Lagen? Ja, gab es. Es gab auf jeden Fall eine mit vielen Lagen. Vor allen Dingen mit braunen Lage. Ha! Übrigens, hast du heute auch Weihnachten bei den Hoppenstedts gesehen im Fernsehen? Ja, cool, von mir gefallen. Magst du eigentlich, hängst du das Toilettenpapier? Hängst du dein Toilettenpapier eigentlich so auf, dass das Endstück vorne raus zeigt oder dass es hinten rum ist? Ich hab da keine Kontrolle drüber. Ich wohne nicht alleine im Haus. Ich hab das mal probiert, andersherum zu machen, so spaßeshalber. Du kannst nicht glauben, wie schnell das schon wieder andersherum hing, ne? Ah, ich bin runtergefallen. Du hast einen Double Jump, ne? Das weißt du, oder? Nein. Ja, und ich hab keine mehr gehabt. Okay, gut, reicht dann jetzt aber auch. Heute. Warte, wir spielen eine einzige Runde noch, okay? Eine einzige. Dann haben wir meine Aufnahme voll. Zum Abschluss eine Runde. Post Leaf. Ich hab's nicht verstanden, deswegen bin ich jetzt Post Leaf. Kennst du. Ey, ich will aber morgen auch noch mit dir aufnehmen, ne? Ey, dieses Video, das ist für morgen dann gestaffelt, ne? Ich muss gucken, ob ich morgen Zeit habe, weil ich auf jeden Fall viel Terrain habe. Ja, und ich muss noch zu meiner Oma. Postbrief kennst du? Nein. Doch, da hast du den Bogen und schießt das TNT-Zeug runter. Du musst einfach das TNT schießen, das kennst du safe. Also, das wäre lächerlich, wenn du das nicht kennst. Ja. Ich wurde direkt komplett... Ich bin durchgefallen. Genau wie bei allen Prüfungen. Herr Cookie, bist du schon draußen? Nee, ich bin noch nicht draußen. Wir sehen Sie ja in Juli. Ja, das war jetzt aber wirklich ein großer Fail. Double Return to Lobby. Und dann. Also, Leute. Profile Party, Disband Party. Leute. Game Menu Bad Wars. Ne, das ist Bad Wars, muss auf Bad Wars da. Bad Wars. So, jetzt ausloggen. Cancel, cool Leute. Game, Ruhe, Leute. Ich bin ultra müde. So, ja, gut. Wir das machen soll es dann aber auch gewesen sein. Wir machen heute jetzt mal kurz die Abmutter. Ja, alles gut. So Leute, vielen Dank auf jeden Fall fürs freundliche Zusehen, was sowieso keiner macht, außer Julian selber. Vielen Dank auf jeden Fall für den krassen Support, der nicht vorhanden war über die Zeit jetzt diesen Dezember, wo ich jeden Tag ein Video aufladen muss. Ich hab dafür mehr. Ultra Bock darauf, ins Mic zu furzen. Mach, dann habe ich ein gutes Ende fürs Video. So Leute, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir haben heute Weihnachten, fröhliche Weihnachten, euer Asi Santa grüßt euch. Grüße gehen raus an Alexander V. Keine Ahnung, wie das sein soll. Ciao. Tschüss. Furz noch ins Mic. Nee. Das ist ja echt ziemlich traurig. Ah, dieser Bart juckt, Alter. Ja, stell dir vor. Also ich möchte einmal so ein Bild haben, wo ich hier rumstehe. Alter, mein Kopf kratzt, weil ich seit 15 Stunden mein Headset drauf habe. Muss einfach ein gutes Spider Dynamic kaufen, das ist ja das. Ja gut, ne? Dann würde ich sagen, ciao, ne? Ich geh jetzt pennen, weil ich ultra müde bin. Und ciao. Ciao.
Was ein Cringe-Ende. Was ein Cringe-Ende, liebe Freunde. Julian ist jetzt weg. Ich vergnüge mich hier noch alleine. Viel Spaß euch noch bei eurem restlichen Tag. Habt einen fantastischen Tag. Und ciao. Und schaut auf meinem Hauptkanal vorbei. Da sollte bald ein neues Video online kommen.